ganz locker am Platz. Zieh mal die Knie ein bisschen hoch. Die Arme kommen zur Seite, mittig. Ganz, ganz locker. Nummer 4. 3, 2. Wir tippen nach vorne. Wir gehen hier rechts, links, rechts, links. Das wäre ein bisschen die Beine warm machen. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Und wir tippen zur Seite. Wir tippen Seite, Seite, Seite. Ihr nehmt mal einen Arm mit nach vorne. Tippe. 5, 4. 3. 2. Ohne Arme tippst du nochmal. 5, 4. 3. 2. Und wir gehen Step Touch. Step Touch. Schön die Füße öffnen, gehen in der Mitte mal ein bisschen tiefer. Brauchen wir gleich ein bisschen für die Squats. Wir tippen. 5, 4. 3. 2. Wir gehen eine Runde Leg Curl. Die Ferse ranziehen. Schön die Ferse ranziehen. Ihr könnt mal die Arme ein bisschen mitnehmen, dass der Oberkörper auch ein Stückchen warm wird. Ferse. Nochmal hoch. Hebe. 5, 4. 3. 2. Und wir gehen ohne Arme Single Knee. Guck. Zieht das Knie mal richtig schön nach außen oben. Guck. Die Arme gehen nach innen rüber. Und wir schließen die Beine. Noch 4. 3. Noch 2. Marschiere rechts. Rechts. Hände auf Schulterhöhe. Und wir gehen hier nochmal kurz nach hinten. Vorne, hinten. Ein letztes Mal davon. Und löse. Schultern tief. Hände gehen erstmal an die Hüfte. Füße stellst du etwas breiter als hüftbreit. Und wir setzen es tief. Hebe. Schieb die Arme nach vorne. Und wieder zurück. Wieder schön setzen. Beim Aufstehen richtig in die komplette Streckung gehen. Beim Setzen kannst du versuchen, den Kopf ein bisschen tiefer zu bringen als deine Knie. Wir setzen uns und heben. Jawohl. 4. 3. 2. Den letzten davon. Wir gehen vier Zeiten tief. Wir gehen 4. 3. 2. 1. Wir gehen 1. 2. 3 und 4 nochmal. 4, 3, 2, 1. Wieder 1, 2, 3, 4. Versucht euch so tief wie möglich und langsam zu setzen. Jedes Mal, wenn du hochkommst, wieder komplette Strecken. Beobachten, schön anspannen. 4, 3, 2 und 1. Achte darauf, dass du deine Knie hinter den Fußspitzen lässt. Dein Körpergewicht bleibt auf den Fersen. Und mit der Hebe. Sehr schön. 5, 4. 3. 2. Den letzten davon. Unten dreimal pushen wir. Komm, 1, 2, 3. Ganzer Weg nach oben. Komm, 1, 2, und 3. Jawohl, nochmal. 1, 2, 3. Und nochmal. 1, 2, 3. Sehr schön. 4. 3. 2. Der letzte davon. Eine Runde Single, das ganze Rücken. Tief. Hoch. Schiebe den Popo richtig schön nach vorne, so dass du die Hüfte komplett streckst. Tick. Nochmal. Tick. Jawohl. 4. 3. 2. Und nochmal halten. Halte. Nimm die Hände ruhig an die Hüfte.
Beine tief, Knie hinter den Fußspitzen. Ganz kleine pushen wir. Komm, tief, tief, tief. Jawohl. Sehr schön. Tief. 4, 3, 2 und diese ausschütteln die Beine. Schön ausschütteln. Dann kommst du auf den Fußboden. Rücken gerecht. Wir legen uns über die Seite ab. Eine Runde. Nochmal für Außenseite, Oberschenkel und den Bobbes. Beine anwinkeln. Leg den Kopf ab, abstützen. Oberes Bein anheben und wir schieben das Bein. Weg, weg, ranziehen. Wegschieben, ranziehen. Versucht hier, das Knie auf Hüfthöhe zu halten. Genauso wie dein Knöchel erstmal auf Hüfthöhe. Wenn du es wegschiebst, den Fuß, kannst du den Fuß ruhig ein bisschen nochmal anheben. Aber versuch, das Bein komplett auf Spannung zu bringen. 4 noch. 3 noch. Sehr schön, noch 2. Den letzten davon. Und wir gehen eine Runde Singles. Weg. Ran. Weg. Wegschieben. Weg. 4, 3, 2 und wir halten hinten. Hinten halten, strecke das Bein und wir senken es. Tief, tief, heben. Nochmal senken und heben. Ihr lasst dabei die Hüfte mal schön parallel vorne. Den Kopf lässt du ganz entspannt liegen. Die Fußspitze tippt hinter dir immer auf. Pobacken fest. Heben. Für 4, 3, noch 2, der letzte davon, eine Runde Singles hier, wir gehen tief, hoch, tief, tief und tief, jawohl, 4, 3, 2, oben halten, die Fußspitze drehst du nach vorne. Und wir schieben das Bein nach vorne raus und wieder nach hinten. Kehrt nach vorne. Wenn du nach vorne gehst, lässt du auch hier dein Bein bitte wieder auf Hüfthöhe. Beim nach hinten gehen, schiebst du das Bein hinten ein Stückchen immer hoch. Und nochmal vor. Zurück. Jawohl. 4, 3, 2 mehr. Der letzte auch davon. Und vorne halten. Ihr schiebt das Bein nach vorne. Schön hier halten. Fußspitze geht wieder Richtung Fußboden. Wir heben das Bein hier hoch, hoch, senken. Heben, senken. Versucht das Bein die ganze Zeit auf Spannung zu halten, dass du den Bein richtig schön hier mit viel, viel Kraft nach oben und nach unten schieben musst. Heben. Sehr gut. So langsam wird die Außenseite, Oberschenkel und der Bob ist warm. Das ist richtig so. Senke. Ihr habt hier vorne noch 4, 3, noch 2, deinen letzten und halte. Ihr schiebt das Bein wieder zurück. Und wir ziehen die Ferse ran, ran, wegschieben. Nochmal ranziehen. Und weg. Beim Ranziehen versucht ihr mal, die Ferse an den Popo ranzubringen. Beim Wegschieben lässt du hier dein Bein ungefähr auf Hüfthöhe. Wieder ranziehen. Wegschieben. Jawohl, ranziehen. Und weg. Komm, nochmal 4. Good. 3, 2, der letzte auch hiervon. Eine Runde Singles, dann hast du es. Komm ran, weg, ran,
und weg. Schön die Pobacken fest zusammendrücken. Komm, 4, 3, 2 und lösen. Ruhig ein bisschen ausklatschen oder ausstreicheln, dann kommst du hoch. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite. Einmal wechseln, wir legen uns auch hier ab. Beine wieder übereinander. Oberes Bein geht hoch und wir schieben weg, weg, ranziehen. Wegschieben, ranziehen. Versucht auch hier wieder das Bein schön auf Hüfthöhe zu bringen, wenn du nach vorne kommst. Wenn du wegschiebst dein Bein, schieb es ruhig wieder hinten ein Stückchen hoch. So haben wir mehr Spannung, mehr Tiefenmuskulatur noch mit dabei. Pobacken richtig schön wieder fest zusammendrücken. Ranziehen, ja, schiebe weg. Und ranziehen. Tief ein- und ausatmen. Deine Fußspitze kannst du ruhig ranziehen oder wegschieben, wie es dir lieber ist. Entscheide für dich. Schultern fest. Nochmal weg. Und ran. Jawohl. Sehr schön. Eine Runde Single. Skat. Weg. Ran. Weg. Richtig schön dein Bein mit viel, viel Kraft immer wegschiebe. Ja. Kannst dich ruhig wieder vorne abstützen, sodass du in der Hüfte und im Oberkörper gerade bleibst. Wieder weg und ran. Weg. Die letzten 4, 3, 2 und wir lassen das Bein gestreckt. Komm, strecken, Fußspitze Richtung Fußboden. Wir senken das Bein tief, tief, hebel. Wieder senken, senken, hebel. Jawohl. Komm tief. Und hin. Schönes Bein strecken, mit viel, viel Spannung arbeiten. Hüfte parallel bei mir vorne lassen. Komm, hebel. Und nochmal tief. Hebel. Lass den Bauchnabel auch schön fest. Hebel. Nochmal tief. Und hebel. Jawohl. Komm tief. Versuche das Bein komplett gestreckt zu halten. Dann wirst du merken, dass du gar nicht so weit nach oben kommst mit dem Bein. Das ist vollkommen in Ordnung. Komm. Für 4, 3. Noch 2. Die letzte. Und hier vorne wieder halten. Fußspitze geht nach vorne. Und wir schieben das Bein nach vorne raus. Komm vor. Vor. Ranziehen. Nach vorne und nach hinten, jawohl, komm vor, nach hinten, lass die Hüfte hier schön, schön gerade, schön parallel vorne lassen, das Bein schiebst du vor und wieder zurück, komm vor, zurück, atme, vorne, zurück, lasse den Bauch fest, zurück, nochmal. Beim nach vorne gehen versuchst du auch hier wieder dein Bein schön auf Hüfthöhe zu lassen. Die letzten 4, 3, 2 mehr. Den letzten auch hiervon. Von halten wir. Halten, halten. Fußspitze Richtung Fußboden und hoch, hoch. Senken, nochmal, komm heben, Entschuldigung, und senken, nochmal, heben, senken. Tipp die Fußspitze ruhig vorne immer auf dem Fußboden auf und wieder heben. Die Hüfte lässt du immer noch schön gerade. Letzte Runde davon. Die letzten 4, 3, 2. Und nach hinten geht's. Das Bein auf Hüfthöhe. Und wir ziehen die Ferse nochmal ran. Komm, Ferse ranziehen. Wegschieben. Schön die Ferse an den Bobbys ranziehen. Wegschieben. Das Bein lässt du wieder schön auf Hüfthöhe. Und nochmal ranziehen. Wegschieben. Tief ein- und ausatmen. Weg. Kommt. 4, 4.
Drei. Zwei mehr. Den letzten davon. Und lösen. Ausstreichen. Du hast es geschafft. Einmal noch mal ganz kurz ein bisschen die Beine dehnen. Ihr kommt hier auf die Rückseite. Leg dich auf den Rücken ab. Erstmal den Popo dehnen. Rückseite, Oberschenkel greifen. Zieh die Beine ran. Kopf lässt du entspannt liegen. Halte. Wir wechseln. Und nach hier wieder halten. Und wieder lösen. Rückseite greifen, hochkommen. Ihr dreht euch. Beide Beine strecken. Oberkörper erstmal gerade. Schiebe dich nach vorne, rolle dich tief, halte. Rückseite, Oberschenkel spürst du hier. Oberen Rücken, Rücken kannst du rund lassen, einfach hier hängen lassen. Ihr werdet hier die Unterseite ein bisschen spüren. Wenn du möchtest, ziehst du die Fußspitzen noch mit ran, dann hast du noch die Waden dabei. Wieder langsam lösen. Über die Seite kommen wir. Ihr geht nach oben. Ihr greift euch den rechten Fuß erstmal, schiebt die Hüfte nach vorne, sodass du die Vorderseite Oberschenkel ein bisschen dehnst. Wechsel. Halte. Auch hier wieder die Hüfte schön nach vorne schieben, halten. Und lösen. Ausschütteln. Das waren erstmal die Beine. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.